Nach 6 Jahren Pause meldet sich die Band Digital Factor mit einer neuen CD zurück. Am 12. Mai erscheint bei Wannsee Edel das 6. Studioalbum One More Piece. Zusammen mit den Labelkollegen Chromex International, Lola Angst und Joke J stellten die Elektroniker am 10. März im Berliner K17 den neuen Silberling Vertretern des Musikbusiness und der Musikpresse vor. Auch wenn von den Altenburgern in den letzten Jahren wenig Neues zu hören war, so richtig weg waren sie nie. Nicht nur, dass Digital Factor auf diversen Festivalbühnen auftauchte, auch die Arbeit im Musikgeschäft war immer Bestandteil im Schaffen der Musiker. So produzierten sie mit Nick Page das Debütalbum der Band Chromex International im Dresdner Studio von Thorsten Heise. Auch für die Regie von verschiedenen Musikvideos zeichnete Bandmitglied Mike Langer verantwortlich. Irgendwann war dann auch die Lust an einem neuen Album geweckt. Maßgeblich verantwortlich für die Rückkehr war das neue Bandmitglied Guido Littke. Also die Zeit der Pause war, denke ich, bewusst gewählt, einfach um Abstand zu kriegen. In dieser Zeit war Digital Factor nicht ganz untätig, sondern hat halt diverse Remixe gemacht und im Studio auch für andere Musiker gearbeitet, zum Beispiel eben unter anderem für Nick Page. Und durch diese Zusammenarbeit ist natürlich auch die Band an sich reifer geworden. Es gab neue Inputs, auch durch die Musik, die halt produziert worden ist. Und es war jetzt einfach auch der Punkt erreicht, wo man sagen konnte, wir haben jetzt so viele Inputs bekommen, die können wir jetzt wieder verarbeiten und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Album rauszubringen. Digital Factor gehören zu einer der führenden Bands der Elektronikszene im Osten Deutschlands seit ihrem Debüt 1994. Nicht nur 6 Alben, sondern vor allem mehrere Europatourneen machten die Altenburger bekannt. Am Rande der Pressevorstellung des neuen Albums nutzte auch Labelchef Nick Page die Gelegenheit, mit seinen Schützlingen zu sprechen. Oder war ja eher elektronisch, aber Elektro kann auch rocken und das habt ihr übrigens. Hier ist übrigens der Rest, die haben auch, genau. Also die haben sicherlich auch tierisch geschwitzt auf der Bühne. Ja. Aber ja, da wir natürlich. Aber ihr riecht nicht mehr, ihr habt ein gutes Deo. Ja, ne, mal abgesehen davon haben wir natürlich ein geiles Gebläse auf der Bühne. Genau. Und dieses geile Gebläse bläst und kühlt uns. Und deswegen kommen wir frisch von der Bühne, wie wir auf die Bühne gegangen sind. Und das merkt man natürlich auch unsere Musik an, dass wir permanent frisch sind. Ja, und es gibt wieder was Neues von euch. Ihr habt nach 5 Jahren Dornröschenschlaf gesagt, die New Economy Jobs liegen mal brach und ihr macht wieder euer Herzblut, also ihr füttert wieder euer Herzblut, ihr habt eine neue CD am Start, habe ich gehört. Und die kommt am 12. Mai bei Wannsee, Records und Edel raus. Auf die Band wartet jetzt viel Arbeit. Neben der Promotion für die Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum werden derzeit die Releases des Albums in Nord- und Südamerika und in Osteuropa vorbereitet.